Endlich ist der erste Winter für die Kamelljungen des Rostocker Zoos fast bestanden. Was bewegt einen wohl dazu, Pfleger für diese zwei Rabauken zu werden? Was mich daran interessiert? Ja, zum einen, die sind relativ groß. Also als Pfleger wollte ich eigentlich immer mit Säugetieren zu tun haben und die sollten auch ein bisschen groß sein. So kleinen Morkelkram ist nicht meine Kragenweite. Ja. Sie scheinen sehr eng mit den Kamelen zu sein. Ja, wenn die Trammeltiere jetzt mal weghören, dann sage ich, wir haben eine tolle Beziehung. Vielleicht behaupten die was anderes. Ach, die beiden sind ja schon goldig. Sie scheinen ja doch recht ruhig zu sein. Naja, der Größere ist doch etwas dominanter. Der Kleine im Zuge dessen, dass er jetzt herangewachsen ist, ein bisschen fixer, ein bisschen agiler noch. Der andere ist schon etwas behäbiger geworden. Und wenn die dann miteinander spielen und auch kämpfen, sag ich mal so, dann nutzt der eine seine Schnelligkeit aus und der andere lässt mich doch in Ruhe. Die beiden sehen sehr wohlgenährt aus. Naja, die kriegen ja bei uns, ich sage jetzt nicht 0815 Futter. Wir haben Futtermittel, aber wir variieren und können da nicht sehr groß variieren. Das sind, wenn aus anderen Revieren was übrig bleibt, zum Beispiel Möhren, Äpfel, Bananen oder sowas, viele Bananen bei den Menschenaffen, das fressen sie ziemlich gerne, ist aber sehr zuckerhaltig. Im Grunde genommen ist es kein geeignetes Futter für Trampeltiere, das fressen sie relativ gern. Und sonst haben wir Kraftfutter, das heißt Kamelat, ist der Name ja schon drin, dass es Kamelfutter ist. Und ja, ansonsten Heu. Die sind nicht sehr anspruchsvoll. Das Einzige, wo sie wirklich Ansprüche stellen, was ihnen nicht riecht, das fressen sie auch nicht. Die Jungs sehen aus, als wären sie unzertrennlich. Naja, ich habe heute gerade einen Termin bekommen. Ich glaube, 5.4. war das, was mir gesagt wurde. Wir kriegen am 4.4. kriegen wir Watussis. Junge, und dann übernachtet der Tierhändler hier einmal und am nächsten Tag nimmt er die Jungtiere mit. Naja, dann bleibt ja noch ein bisschen Zeit, um den Rostocker Zoo mit ihren Sabberschnuppen unsicher zu machen.